Roxa! Und nun, meine Damen und Herren, begrüßen Sie von Wassermann Boxing. Er kommt zu uns in der blauen Ecke. Abbas Barau! Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, 10 Runden im Superweltergewicht sind angesetzt. Das Gewichtslimit 69,853 Kilogramm. Ich darf Ihnen zunächst die Offiziellen vorstellen. Die Supervisorin aus Wien, Österreich ist Frau Marion Palatin. Sollte der Kampf über die volle Distanz gehen, sind die drei Punktrichter. Jörg Milke aus der Bundesrepublik Deutschland, Bayaskalan Sandak aus der Mongolei und Ronald Blasko ebenfalls aus der Bundesrepublik Deutschland. Kommen wir zum Fighter in der roten Ecke. Er ist 29 Jahre alt, brachte gestern beim Wiegen 70,2 Kilogramm auf die Waage, bei einer Körpergröße von 1,75 Meter. Er ist Profi seit 2013. Sein Kampfrekord: 37 Kämpfe, 29 Siege, 10 Mal gewann er durch K.O. aus St. Niklas, Belgik, Mariton Karoksa. And now the blue corner. From Wassermann Boxing. Er ist 27 Jahre jung, brachte gestern beim Wiegen 69,7 Kilogramm auf die Waage bei einer Körpergröße von 1,76 Meter. Er ist Profi seit 2018. Sein Kampfrekord: 11 Kämpfe, 10 Siege, 7 Mal gewann er durch K.O. He is the current WC International Champion and the former German Champion aus Oberhausen, Abbas Barau. Der Ringrichter dieses Fights, the referee in charge of the action, ist Alexander Blumans aus der Bundesrepublik Deutschland. Gentlemen, you both know the rules. I expect a clean and fair fight. Protect yourself at all times, obey my commands at all times, touch gloves, good luck. 10 rounds, Superweltergewicht, 10 Runden im Superweltergewicht, seconds out, ring frei, Runde 1, round 1. Also Abbas Barau ist das deutsche Talent, das sich der Weltspitze am meisten genähert hat. Allerdings hat er sich seit seiner hauchdünnen Niederlage gegen Golden Jack Kulka auch sehr rar gemacht und dieses Jahr lediglich einmal bei seinem Kurzeinsatz gegen Jay Spencer im Ring gestanden. Also die gleichen Probleme, die alle anderen hier heute Abend auch hatten. Und ja, er trifft auf einen Mann aus Albanien, der in Belgien lebt, Mariton Karoksa. 37 Kämpfe, 5 Mal hat er verloren, noch nie vorzeitig. Ja, super hier, die Führungshand von Abbas Barau. Steht noch ein bisschen weit weg von Karoksa. Gegen Jay Spencer war in der ersten Runde gleich Schluss und direkt voll zum Kopf durchgekommen. Und der letzte nach. Jawohl. Sehr beweglich, gute Beinarbeit. Schwer zu treffen für Karoksa. Wirkt alles leicht, wirkt alles locker, was der Abbas Barau da macht. Ich sehe auch die Deckung. Fängt er die Schläge von Mariton Karoksa locker ab.
Er steht auch bei seinen Schlägen, kommt natürlich dann eine ganz andere Kraft hinten dran. Ja, das ist mal eine Gegenaktion von TNT, Karaxa, wie er sich nennt. Aber ganz schwer für den Albaner, diesen Barau da überhaupt mal zu treffen. Ja, da fällt er doch mal dagegen. Eine klasse erste Runde, aber da muss er natürlich seine linke hochnehmen, der Karaxa. Die lässt er da schön hängen. Also erste Runde unterhaltsam vorbei. Da haben Sie mal gehört, Adam Buß. In der Ecke von Meriton Karaxa ist Albert Tedeev. Hier nochmal die rechte. Haargenau getroffen. Aber der kommt natürlich auch nur mit der rechten durch, weil die linke von Karaxa doch häufig hängt. Hier haben wir den Adam Buß. David Heaver. Gecoacht Joe Joyce, George Groves, David Price. Und in England ist er zusammen in einer Trainingsgruppe in der Abbas Barau mit Josh Caddy. Weltmeister und Olympia Bronze hat er gewonnen. Michael Condon, Gold bei der Weltmeisterschaft der Amateure und Europameister. Und mit Harlem Eubank, Cousin von Chris Eubank Jr. Das sind natürlich Sparingspartner allererste Sahne. Immer diese Führung, ist ja klasse hier. So, beschäftigt er natürlich den Gegner, der kommt da gar nicht erst auf die Idee, da mal anzugreifen, weil immer wieder diese Linke da ihm entgegenschnellt und dann die Rechte nachgezogen. Das ist kein schlechter, der Karaxa, aber es sieht doch dann da. Hausbacken aus, was er hier gegen Abbas Barau zeigt. Im Quervergleich vor allen Dingen. Ja, auch im Rückwärtsgang immer noch gefährlich, das greift er wieder an. Toller Kampf. Die Linke von Karaxa. Ganz schwer für Karaxa, den Barau da einigermaßen zu stellen. Oh, die Rechte wieder satt durchgekommen. Immer Bewegung, Oberkörper. Und dann zieht er die Rechte knackig ab. Ja, da kann er zeigen, der Karaxa. Komm, Junge, macht mir nichts aus. Solche Situationen entstehen immer, wenn es wehgetan hat. Aber der Barau, der lässt sich da gar nicht aus der Contenance bringen, sagen wir mal. Der zieht seinen Stiefel hier weiter durch und das macht er perfekt. Gutes Beispiel hier mal für
Boxschüler zu sehen, was man mit einer Führungshand so alles anrichten kann. Wie man den Gegner beschäftigt, wie man ihn zur Tatenlosigkeit zwingt, weil er immer wieder dazwischen funkt. Und dann auch noch die Aktion mit seiner Rechten damit vorbereitet. Tilo Kuttler übrigens hier mit in der Ringecke. Und Meriten Karaksa ist die Nummer 2 in Albanien, hinter einem ganz interessanten Mann, hinter Florian Marku. Er ist noch in 11 Kämpfen umgeschlagen, ehemaliger Kickbox-Weltmeister. Er holte sich den WKU-Gürtel 2014 gegen Simon Poskutin, wanderte dann für knapp 2 Jahre in den Knast und hat sich danach erfolgreich für das klassische Boxen entschieden. Keinen Kampf verloren. Wird auch in England hoch gehandelt, wo er sich inzwischen niedergelassen hat. Karaksa, Profi seit 2013. Innenbahn durchgezogen, ganz kurz, Links-Rechts-Kombination. Das ist schon ein harter Hund, der Karaksa. Dass er da so alles einsteckt, auch die Rechte jetzt hier wieder. Aber er marschiert natürlich dem Barau da immer hinterher, um dann in die Konter zu laufen. Ja, jetzt mal ganz gut, aber auch wieder auf die Doppeldeckung geschlagen. Aufwärts haken. Und die Rechte. Und weg ist er wieder. Also es macht so Spaß, dem Burschen zuzuschauen. 27 ist er. Kommt natürlich jetzt auch in das beste Boxeralter. Corona hat eben allen hier mindestens 1 bis 1,5 Jahre gekostet, auch in der Weiterentwicklung. Und deshalb war es ganz gut, dass der Barau da in England in einer starken Trainingsgruppe ist, in der er immer wieder gefordert wird. Seine einzige Niederlage von Abbas Barau war gegen Golden Shek Kutay. Kampf kam vielleicht ein bisschen zu früh für ihn. Es gab auch einige. Wir haben Barau vorne, knappe Angelegenheit. Kulkay hofft ja auch noch mal auf einen Weltmeisterschaftskampf nächstes Jahr. Ja, noch mal hier zum Ende der Runde, noch mal harte Treffer von Abbas Barau. Toller Kampf. Ja, und da freut man sich in der Ecke. Kann man gut zuschauen, macht eigentlich alles richtig. Ja gut, der Albert Hedef, der natürlich gut sprechen, muss da ja nicht gegen Barau im Ring stehen. Also zufrieden ist er nicht mit der Leistung oder seine Schütz links. Aber der hat es natürlich auch verdammt schwer. Oh. 2017 wurde er belgischer Meister im Weltergewicht. Der
Caraxa gegen Imad Azaroni. Der hatte von 10 Kämpfen 9 gewonnen. Also der scheut sich ja nicht vor großen Namen und vor guten Kampfrekorden. Caraxa. ...2018 die letzte Niederlage gegen Maxim Schubanov aus Russland, den er dann im Rückkampf besiegen konnte und seitdem so umgeschlagen. Schnell Kombination geschlagen. Alles klare Treffer. Die Frage ist natürlich immer, wie lange kann sein Boxer wie Caraxa das aushalten? Wie lange braucht es, bis er mürbe ist? Das hat man vorhin gesehen bei Wojcicki gegen Alexander Pavlov. Irgendwann war der mal gut, irgendwann war der Schluss. Er nutzt natürlich hier die ganze Fläche des Ringes aus, der Abbasbare U, mal links rum, mal rechts rum. Ganz schwer für Caraxa, sich da auf diesen quirligen Burschen einzustellen. Ja, das wirkt alles ein bisschen hölzern. Dreimal hat er da einen Ansatz gemacht. Dreimal vorbeigeknallt. Also ich denke, Uli Wegner, wenn er jetzt hier zuschaut, der wird seine große Freude an Abbas Barahu haben. Wie er da wieder wegkommt. Kurzer Aufwärtshaken. Ihm fällt hier zu jeder Situation was ein. Ja, da kann das wieder sauer sein. Der Trainer von Caraxa, Albert Tedejew. Aber ist natürlich eine Herkulesaufgabe, der für seinen Schützling einigermaßen gut auszusehen. Und den sieht man die Zufriedenheit an hier. Ganz ruhiges Arbeiten an der Ecke. Bisschen Vaseline mal, damit die Haut locker bleibt. Und hier nochmal zum Genießen ein paar Zeithupen. Da der Aufwärtshaken nicht voll durchgezogen. Aber immerhin so stark, dass er da Rückwärtsgang anlegen muss. Keine Arbeit für Alexander Plumanns groß. Hat die Sache ja gut im Griff, wie alle Ringrichter heute Abend übrigens. Faire Kämpfe, harte Kämpfe. Aber keine Nicklichkeiten. Mal vielleicht mit Ausnahme eben der Gegnerin von Christine Hammer, die da wie im Kopf gearbeitet hat. Aber eben auch noch wild und am Anfang ihrer Karriere steht oder stand. Dann mit der ausgebogenen Schulter den Kampf aufgeben musste. So, da ist er wieder. Na, das ist chirurgisches Boxen eigentlich, was der Marau da macht. Bereitet die Bestecke vor und dann zerlegt er den Gegner so peu à peu.
Ja, da sind die begeisterten Rufe der zwei belgischen Fans, die hier sind. Übrigens, wenn Sie sich wundern, dass ja niemand eine Maske auf hat. 2G plus herrscht hier, also jeder musste nachweisen, dass er zweimal geimpft ist und musste noch einen Test machen, bevor er überhaupt hier in die Halle durfte. Maßnahmen hier. Zuschauer wurden eh nicht groß zugelassen. Alle, die Sie hier sehen, das sind Betreuer oder Angehörige. Und wie gesagt, alle mussten sich den Test unterziehen. Unwahrscheinlich hier diese, auch die Reflexe, die er hat. Wie er da wegtaucht unter diesen harten Schlägen von Caraxa. Aber der Caraxa gibt nicht auf. Er versucht da immer wieder hinter dem Barrau herzuhecheln. Ja, da war gut durchgekommen. Also vertragen kann er auch, der wahre Uwe. Das kommt dann auch dazu. Also hier nochmal die Ringecke von Merito und Caraxa mit der TDF. Ja. Fordert Kraft der Kampf. Vor allen Dingen diese Hinterherrennerei und dann oftmals die Starkkombination abgeschlossen, der Gegner schon ganz irgendwo anders wieder. Das nervt natürlich auch und stärkt nicht gerade das Selbstbewusstsein. So, die Hälfte ist rum. Und für mich hat Abbas Barahu jede Runde gewonnen. So, jetzt mal Kampf Fuß an Fuß. Verzagen, harter Körpertreffer. Ja, das ist ein Spielball der Fäuste von Abbas Barahu. Ja, der hat sich auf alle Fälle vorgenommen, hier nicht über die Roten zu gehen. Ja, der traut sich jetzt gar nicht mehr hinter seiner Doppeldeckung vor. Wenn es so weitergeht, wird es schwer, hier über die Runden zu kommen für Caraxa. Ringseilen stehen ist natürlich ganz falsch. Aber soll er machen. Ja, regelrecht festgenagelt. Auch hier ganz kurz die linke gerade da zum Kopf. Nicht voll durchgezogen, aber eben durchgekommen. Und damit zeigt der Junge, ich habe hier so voll im Griff.
sofort wieder der Konter von Barau. Ja, die Rechte war mit Sicherheit hart geschlagen, aber die verpufft. Entweder in der Luft oder irgendwo auf dem Handschuh von Barau. Naja, die Späßchen sollte sich lassen hier, der Karaxa. Ist halt hier so ein Vergleich Künstler gegen Arbeiter. So please do what I tell you, okay? You're taking too many punches, unnecessary punches, not just standing there. You move your head. Okay? Hier nochmal diese explosionsartigen Angriffsversuche da von Barau. Dann löst er sich und der Schlag von Karaxa abgefangen. Ja. So, siebte Runde. Langweilig wird es hier nicht. Der Barau, der brennt schon wieder drauf, hier weitermachen zu können. Also hat Amateur ja auch schon gewaltig abgesahnt, Barau. 2012 U19 Meister, 2013 U21, 2014 U21 Deutscher Meister, 2015 Deutscher Meister, dreimal Chemiepokalsieger, 2017 Europameister und Bronze bei der Weltmeisterschaft. Niederlage im Halbfinale gegen die Kubaner Roniel Iglesias. Und gegen den kann man da auch schon mal verlieren. 216 Sieger, der in deiner Amateurkarriere bis dahin gelandet. Breite Niederlage und das raus aus dieser knallharten kubanischen Boxschule. Also gegen den hat er verloren. Einige hatten sogar Abbas Barau vorne nach Punkten. Aber da gab es keinen Vorteil für ihn in Hamburg. Aber Bronze ist ja auch was, ja, dann wurde er Profi. Jetzt war mal die Rechte drin von Karaxa. Wie gesagt, ist ja kein Schlechter. Nach wie vor flink auf den Beinen der Barau. Immer in Bewegung. Immer ein schweres Ziel für seinen Gegner. Ja, da hat er jemand abgefangen. Ja, Ellbogen. Die feine Sache hier. Kann schwere Verletzungen geben, wenn man mit dem Ellbogen da ins Gesicht rammt. Drei Schläge, alle drei vorbei. Treffer gesetzt, unten weggetaucht, raus aus der Gefahrenzone und wieder rein. Ein Traum. Echt. Macht so richtig Spaß, diese Barau.
Charakter am Barau da dran zu kommen. So, dann bleibt man ganz kurz stehen, lässt den Charakter da auflaufen und verblättert dem mal wieder zwei. Also Kämpferherz hat auf alle Fälle der Charakter. Ich meine, das muss man erstmal durchstehen da, 8 Runden lang. Das ist ein sehr attraktives Boxen, was da Abbas Barahu da zeigt. Und da schnalzen auch die englischen Boxfans, die nur wirklich erfolgsverwöhnt sind, dann doch so ein und andere Mal mit der Zunge. Dann wieder gestellt. Oh, da war mal die rechte durch jetzt von Karakstar her. Und nochmal gut getroffen. Ja, er sollte jetzt hier nicht gleichzeitig werden und seine Deckung da vernachlässigen. Aber es war ein Hauptgefühl des sicheren Sieges. Kann Boxen natürlich immer irgendwas passieren. War ja schon in seinem zweiten Kampf als Profi deutscher Meister gegen Dennis Krieger geworden. 2019 WBC International gegen Ex-Weltmeister Carlos Molina aus Mexiko. Molina war 2013 IBF-Champion. Und 2020 dann Sieg über den Mexikaner Abraham Suarez und knappe Niederlagen gegen Jack Kulka in Split Decision. Zwei Runden noch in diesem höchst unterhaltsamen Kampf. Ja, und für Barau natürlich auch mal gut wieder über eine lange Distanz gehen zu müssen. So, Erstrunden-K.O.s, T.K.O.s sind zwar schön, aber bringen eigentlich keinem was. Dem Verlierer schon gar nicht und dem Gewinner eigentlich auch nicht so viel. Wenn es als Aufbaukampf gedacht ist.
Er trifft natürlich auch sehr unkontrolliert. Wieder zwei, dreimal auf die Deckung. Wir haben vorbeigeknallt. Und jetzt sagt er, deine Schläge machen mir überhaupt nichts aus. Komm, hau weiter zu. Dem Barrau kann es egal sein. Der trifft und trifft. Caraxa 2018 war er WBF Interim Champion, WBF World Boxing Federation, kleiner Verband. Aber auch da muss man erstmal den Titel holen. 2019 dann WBF Weltmeister mit Sieg über den Dänen Mikkel Nielsen. Da wurde mal eine Zeit lang ganz hoch gehandelt in Dänemark. In 2020 zwei Kämpfe, zwei Siege von Caraxa über Emanuele Cavalucci aus Italien. Und gegen den Ungarn Georgi Mitzel, den schickte er in der fünften Runde nach Hause. Also der war dieses Jahr schon aktiv zugange hier. So, hier nochmal die Ringecke. Barrau mit Tino Kuttler. Und im Adam Boos. Also eine Runde noch. Aber eins muss man mal sagen hier, gute Zusammenstellung der Kämpfe. Vom Frauenkampf abgesehen, aber da wusste man ja nicht, was die Dame da aus Brasilien zustande bringt. Aber ansonsten alles hier unterhaltsame, umkämpfte Fights. So, jetzt legt er doch mal hier eine Schippe drauf, der Abbas Barrau. Leider hat er damit mal 4 auf die Schippe geknallt. Hat er gar nicht gesehen, Caraxa. Auch hier wieder viel zu schnell die Aktion von Abbas Barrau. Bewegt die immer noch hohes Tempo eigentlich im Kampf hier. Jetzt von der ersten bis zur letzten Runde. Ja, der schlägt da. Hier. Wahnsinnsfrequenz, die er da in den Tag legt. Nach 1,19. Aber Trommelfeuer hin oder her. Der Caraxa hat da bislang gut durchgehalten. Also wenn der hier seine Show abzieht, dann hat der Caraxa überhaupt gar nicht die Möglichkeit, mal harte Treffer anzusetzen. Er ist ja zu sehr beschäftigt hier mit Deckungsarbeit.
Also Action von der ersten bis zur letzten Sekunde hier in diesem Kampf zwischen Barra und Garaxa. Etwa mal Innenbahn durchgekommen. Zack. So, die letzten 10 Sekunden. Beeindruckende Leistung von Abbas Barrau. Und Hut ab vor Meriton Garaxa. Hier für sein Löwenherz, das er hier in den Ring geworfen hat. Aber vom Boxerischen her war er chancenlos gegen diesen teilweise entfesselt auftrumpfenden Abbas Barrau. War natürlich auch jedes Urteil ab, aber für mich hat er jede Runde sich geschnappt. Der Mann aus Oberhausen, in Aalen ist er geboren. Nummer 1 in Deutschland. Der Boxweltrangliste vor Jamal Saidi und Haro Matevos, ja, Nummer 17 in der Welt mittlerweile. So, dann, wie Sie es gehört, Glückwünsche schon vor dem Urteil. Oh, ist noch gut drauf, der. Kann er auch. Ja, der kann auch 10 oder 12 Runden gehen. Der kann auch, wenn es sein muss, länger gehen, wenn er es müsste. Muss man ja Gott sei Dank nicht mehr. Und er wird noch einigen wehtun, der Meriton Garaxa. Gut, aber 37 Kämpfe, 29 Siege ist ja so schlecht auch nicht. Barrau, denke ich mal, 12 Kämpfe, 11 Siege. Kalle Sauerland. Auch volle Anerkennung. So, das dauert immer am nächsten, bis man diese Handschuhe da auf hat. Guido Kuttler ist ein bisschen schneller als sein Kollege hier auf der anderen Seite. Ingo Rohrbach steht schon bereit. So, wunderbar, der eine ist weg. Für die faire Geste für beide Boxer. Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, das offizielle Urteil. As we go to the scorecards. Jörg Milke wertet den Fight 98-92, 98-92. Bayaska Lan, Sandak scored den Fight 97-93, 97-93. Und Ronald Blasko scored den Fight 100-90. Und damit einstimmiger Sieger nach Punkten. Winner by unanimous decision from Wassermann Boxing aus Oberhausen. Abbas Barrau! Abbas Barrau, klare Kiste für ihn. Aber wie man auf 97-93 kommt bei diesem Kampf, das erschließt sich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz. Dass er so viele Runden gewonnen haben soll, der Garaxa. Na gut, was soll's. Klare Sache für Barrau und wir freuen uns schon auf seinen nächsten Kampf. Und bin mal gespannt, wo es dann mit ihm hingeht schließlich. Faire Geste, fair gesture here. Big applause, big round of applause for both fighters. Unterhaltsamer Kampf, den wir da gesehen haben, Jörg, oder? Wie siehst du das? Abbas Barrau hat er gehalten, was er versprochen hat? Auf alle Fälle in jeder Runde perfektes Boxen wie aus dem Lehrbuch. Und auffallend, die Schule von Adam Buß. Er wechselte die Stilarten des Boxens.
zeigte er aber es einmal aus der Doppeldeckung heraus, dann brachte er linke Führhand, rechte hinterher und dann ließ er die linke so hängen. Change the style, sagte Adam zu ihm und er ließ die linke hängen und so wie der Haymaker geboxt hat, wie David Hay oder George Groves, der Ex-Weltmeister. Das war perfektes Boxen hier, das war schön anzusehen. Eine Lehrvorführung. Absolut unterhaltsam und sein Gegner, der konnte auch ganz gut einstecken. Stark von beiden, also ich muss sagen, aber es im Rückwärtsgang hat natürlich einen wahnsinnigen Weg immer gehabt, also gerade wegzugehen. Und stark von beiden, also Kondition stark von beiden, beide eingesteckt und war ein toller Kampf. Also hat Spaß immer zuzugucken. Bevor er auch gleich zu uns zum Interview kommt, müssen wir noch eine Sache auflösen. Du hast leider deine Wette vor dem Kampf verloren. Du hast gesagt, es wird nicht über die volle Distanz gehen. Also das heißt, die rote Ecke ist in diesem Fall Sieger. Ja, ich muss sagst auch mal gewinnen. Dazu, Axel? Kann ich mit leben. Kannst du mit leben? Ja, ja, das ist in Ordnung. Was schuldest du ihm jetzt? Ich glaube, ein Bier. Was war an der Wetteinsatz? Ein Bier. Okay, ich würde sagen, das Bier, das kriegt Abbas Barrau nicht, aber er kommt hier gleich zu uns zum Interview und dann werden wir gleich mit ihm sprechen, auch persönlich, auch mit Kalle Sauerland. Aber du wolltest gerade noch was sagen. Ja, unglaublich, wie viel der Belgier genommen hat. Adam Buß sagte, ich habe noch nie so viele Aufwärtshaken in einer Runde gesehen, wie der Mann genommen hat. Also ich möchte morgen nicht beim Frühstück begegnen. Axel, wenn man so viel als Boxer einstecken muss, was denkt man sich da eigentlich im Ring? Will man den Kampf am liebsten beenden oder denkt man sich, man zieht durch und kassiert so viel, noch, wie man kann? Immer noch die Hoffnung, das ist ja das Schöne im Boxen, dass du dann noch durch K.O. vielleicht gewinnen kannst. Also deswegen, da kämpfst du weiter, da machst du weiter, das ist ja dein Leben und wir lieben das ja auch. Das heißt, aufgeben kommt für einen Boxer überhaupt nicht in Frage, egal wie viele Schläge man kassiert? Ach, das muss nicht sein, das sollte nicht sein, nee. Wie geht's jetzt weiter mit Abbas Barrau, Jörg? Also wie sieht seine Zukunft aus? Heute Abend, das war definitiv ein Ausrufezeichen. Es war ein Ausrufungszeichen. Fürs deutsche Boxen würde ich mal sagen, ein Rematch gegen Jack Hulkai steht jetzt mal an, ja, damit wir die Sache mal klären, wer da der Gewinner ist. Und ich sage, der Abbas hat sich weiterentwickelt. Würde ich gerne sehen. Das fragen wir dann gleich Kalle Sauerland, ob das der nächste Kampf sein könnte. Und fragen jetzt gleich Abbas Barrau, da ist er. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg, zu Ihrem Sieg. Toller Kampf, war unterhaltsam anzuschauen, für uns zumindest. Wie war es für Sie im Ring? Ich habe es genossen, es hat Spaß gemacht und ich konnte das zeigen, woran ich gearbeitet habe. Also ich hatte eine Menge Spaß im Ring. Jeder hält sehr, sehr große Stücke auf Sie. Ich habe Axel vor dem Kampf gefragt, ob das Fluch oder Segen ist, wenn so viel Druck auf einem lastet, weil man als eines der größten Talente im Boxsport gilt. Wie sehen Sie das? Ich glaube, den größten Druck mache ich mir selber. Alles, was von anderen vom Außen kommt, ist also das ist extra. Ich nehme das als Kompliment, aber den größten Druck, glaube ich, mache ich mir selber. Kurzer Blick noch in die Zukunft. Wie geht es jetzt weiter für Sie? Also das, was hast, welchen Kampf hast du vorher gesagt? Ich würde gerne noch mal einen Kampf gegen Kulkai sehen, das Rematch. Was hätten Sie dazu zu sagen? 100%. Ich will den Kampf unbedingt. Ich hoffe, der wird in 2022 geschehen, dieser Kampf. Ich will die Niederlage wieder gerade biegen und ich setze alles daran. Ich hoffe, das kommt zustande. Wenn Sie so weitermachen, wird das definitiv auch machbar sein. Herzlichen Glückwunsch nochmal für heute Abend. Abbas Barrau. Danke. Gratuliere. So, Kalle Sauerland, der kommt auch gleich noch zu uns, Axel. Jörg, was hat er auf dich für einen Eindruck gemacht? Aber ach, da ist er schon, Kalle Sauerland. Schönen guten Abend. Hallo. Also, ich meine, Jörg hat es ja gerade schon angeteased. Was sagen Sie dazu? Also, Wahnsinnskampf. Abbas für mich wächst von Stärke zu Stärke. Er hat diese Amateurerfahrung, Dritter bei der Weltmeisterschaft. Das in Deutschland zurzeit ist eine sehr, sehr besondere Sache und etwas, das wir natürlich sehr bei uns gerne im Team haben und sehen. Die Grundschule bei Uli Wegner und jetzt diese Adam Booth-Schule. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber in die sechste Runde ist er im Ring und Lubo, du saßt ja neben mir. Zeig deine show your second personality. Zeig die zweite Persönlichkeit. Und auf einmal, Stil total anders, den haben wir sofort erkannt, der Stil total von David Hay, die ganz tiefe linke Hand. Und man sieht, in was für ein Kaliber da gearbeitet wird. Und ich bin sehr, sehr, sehr aufgeregt für nächstes Jahr, weil ich glaube wirklich, dass Abbas unser nächster deutscher Weltmeister sein wird. Kalle, eine Frage. Ich habe das Rematch gegen Jack Hulkai ins Spiel gebracht. Ja, mach doch mal ein Angebot an die Gegenseite. Haben wir schon. Einen sehr guten, sechsstelligen Angebot. Der wurde leider abgelehnt. Verstehe ich auch. Es war ein sehr harter Kampf. Ich glaube, so einen Kampf in dieser Phase von Jack Hulkais Karriere schafft er nicht nochmal zu machen. Es war ja ein sehr umstrittenes Urteil. Wir haben aus dem Kampf nichts verloren.
richtige Weltmeister, der beste Boxer der Welt zurzeit, Canelo, hat gegen Floyd Mayweather ganz am Anfang der Karriere verloren. Daraus gelernt. Abbas hat daraus gelernt und dadurch wird er stärker. Klitschko, ganz großer Weltmeister, dreimal K.O. gegangen, daraus gelernt, eine Mega-Karriere gehabt, 10 Jahre Weltmeister. Und Abbas wird aus dieser Niederlage sehr früh in die Karriere lernen. Und wir haben es heute Abend gesehen, der hat vor 2 Monaten in Österreich geboxt, erste Runde K.O. gewonnen. In diese Mannschaft, der kann Deutschland wieder ganz stolz auf Boxen machen. Und wird der Kampf nach Deutschland geholt? Das ist ja die entscheidende Frage. Denn wir wollen doch wieder solche Kämpfe wie Axel gegen Muramal oder gegen Botha, die WM-Kämpfe oder Henry Maske, WM-Kämpfe, Sven Ottke hier in Deutschland haben. Das ist doch mal wieder Zeit. Also erstmal brauchen wir wieder Zuschauer in die Hallen in Deutschland. Ja, das wir haben ja in den letzten 3 Monate auf der ganzen Welt haben wir veranstaltet, überall mit Zuschauern. Leider kriegen wir es nicht hin, trotz 2G+. Ich meine, ihr spinnt, tut mir leid, die Politiker, das für mich ist unerklärlich für unser Sport. Das ist, tut mir einfach vom Herzen leid, dass die Boxer, die so Leistungen für uns geben, und da können die nicht die Fans dabei sein, das ist einfach traurig fürs Sport. Ich bin mir sicher, die werden es aber hinkriegen, dass im Februar wollen wir wieder ganz groß veranstalten in Berlin, dass wir wieder Zuschauer haben. Und natürlich, wir haben dieses Jahr, trotz Corona, haben wir ganz große Deals gemacht außerhalb des Rings. Team Sauerland ist zu Wassermann Boxing geworden. Wir haben auch eine Kooperation mit ProBellum international gemacht. Das heißt, diese großen Kämpfe kommen nach Deutschland. Aber wir brauchen die Talente. Ihr habt gerade ein riesen deutsches Talent wieder gesehen. Schön hätte man es nicht sagen können, Herr Sauerland. Vielen Dank. Sie haben ja auch gesagt, wir wollen den schlafenden Riesen in Deutschland wecken. Das hat Abbas heute Abend ein Stück weit geschafft. Und das will auch der nächste Kämpfer schaffen, und zwar mit dem Gewinn des Europameisterschaftstitels. Dennis Radovan ist schon heiß. Wir wollen ihn gar nicht lange warten lassen. Da sehen wir ihn. Axel, Jörg, kurz von euch zwei nochmal eine kleine Wette zwischen euch. Wie wird es ausgehen? Oh, Lobo, soll ich jetzt mal anfangen? Fang du mal an, ja. Mach mal nach Punkten. Okay, das heißt, ihr bleibt sowieso dann nur noch das K.O. Genau. Also, damit sage ich, wir geben ab in die Werbung und sind dann gleich zurück mit dem Hauptkampf. Viel Spaß.